Guten Morgen, meine lieben Zuhörer. Heute haben wir den 18. Juni 2024, und vor 2 Tagen habe ich ja dieses Video gemacht mit den 20 Jugendlichen, die ja hier 2 8- und 10-jährige Mädchen aus Ghana verprügelt haben sollen, in Gesicht getreten haben sollen. Der Vater wurde, glaube ich, auch angegriffen. Und da habe ich ja gesagt, hier müsste ja der Vater oder die Zeugen, der Rettungsdienst müsste ja da die Jugendlichen da gesehen haben. Da bräuchten wir richtige Zeugenaussagen. Jetzt gehe ich hier rein, bekomme hier so eine Nachricht von Carsten Jahn. Den habe ich ja hier abonniert. Und der hat eben ein Video hochgeladen. Und da sagt er, das wäre alles nicht der Wahrheit entsprechen. Das wäre ein Bluff gewesen. Da frage ich mich, was soll das Ganze? Wer steckt dahinter? Aber ich gehe gleich mal hier in die Berichte eben rein, und ich habe da schon eine ganz schlimme Vermutung. Aber ne, schaut selber, aktiviert die Glocke, lasst ein Abo da für die Neuen, teilt das Video, schreibt Kommentare drunter und bleibt bis zum Ende dran. Es wird hochinteressant, was hier eigentlich gespielt wird. Und wenn man hier mal sieht, was hier eigentlich in Deutschland jetzt hier bei der EM schon abgeht, hier kommen österreichische Fans, die fahren 2 Tage, reisen die los aus Österreich und kommen dann trotzdem noch zu spät zum Spiel nach Düsseldorf, weil Züge, Busse hier nicht fahren. Der ICE ist ausgefallen, mehrfach. Was für ein marodes Land haben wir? In Frankfurt liegen nur Rumänen, Sinti und Roma in Einkaufsgalerien rum, und der Bürgermeister macht da nichts gegen in Frankfurt. Das ist die schmutzigste Stadt vom Bahnhof Richtung Innenstadt oder wohin auch immer. Und hier die Belgier oder die Spiegel in Frankfurt, die werden da schon gewarnt, geht sofort andere Wege, passt auf, dass er da nicht angesprochen wird, belästigt werden, Messeattacken und, und. Das Gleiche werden wir auch hier heute in Dortmund bestimmt sehen. Und Gelsenkirchen, Hamburg waren ja auch schon hier, einer mit so einer Molotow-Cocktail und hier mit so einer kleinen Hammer-Axt ist auch die Polizei losgegangen, wurde ins Bein geschossen. Das sind erst die Anfänge. Das wird noch weiter hier eskalieren, wenn die richtigen Fangruppen hier aufeinander schlagen, treffen. Dann hat die Polizei das nachher überhaupt nicht mehr im Griff. Das ist meine große Befürchtung. Warten wir mal heute Abend ab, wenn jetzt die Türkei spielt, oder heute Nachmittag. Ich habe jetzt den Spielplan nicht so im Kopf. Das wird auch noch eine tickende Zeitbombe sein. Aber bleiben wir jetzt erstmal hier, oder was in Europa auch abgeht, dass hier so eine österreichische, was ist die? Innenministerin oder Umweltministerin hier abstimmt für dieses Naturregenerierungsgesetz, was Österreich total schädigen würde, obwohl Herr Nehammer, der Bundeskanzler, ganz klar gesagt hat, nein, wir enthalten uns der Stimme oder stimmen dagegen. Und die macht genau das Gegenteil. Was geht hier in Europa eigentlich ab? Und von der Leyen kann ich nur hoffen, dass Frau Ursula von der Leyen, die 3 Strafanzeigen laufen hat, nicht gewählt wird. Aber dazu werde ich auch noch mal zwei Videos machen. Erstmal jetzt hierzu, zu diesem erschreckenden, wenn sowas jetzt die neue Politik ist, dann weiß ich nicht, was hier in Deutschland oder Europa abgeht, ne? So, meine lieben Zuschauer, jetzt bin ich hier mal bei der Welt. Ich denke mal, die ist ja hier sehr seriös, ne? Hier der linken Seite oder regierungstreu, regierungsnah, sage ich mal, ne? Grevesmühlen, Mädchen bei rassistischer Attacke, doch nicht. Nicht, muss man hier ganz groß schreiben, ins Gesicht getreten. Also wird das hier revidiert. Lesestand heute Morgen 7:52 Uhr, 3 Minuten. Da habe ich schon 663 Kommentare, Stand jetzt. Und wir gehen mal hier rein. In diesem Wohngebiet in Grevesmühlen in Mecklenburg kam es angeblich, ne, mutmaßlich zu dem rassistischen Angriff. Also war nicht, ist nicht passiert, ganz anderer Hergang. Und da ist die Frage, wer hat denn dann diese falsche Nachricht hier in die Welt gesetzt? Und ich habe, glaube ich, schon gelesen, dass der Staatsschutz ermittelt. Und da möchte man gerne wissen, wer hier da die solche Nachrichten hier reinwirft. Aber ich habe hier schon so eine Vermutung, dass das hier so als Gegenpart sein soll, dass jetzt die 20 Jugendlichen rechtsextreme, AfD-nahe, ne, rassistische Ausfälle. Das muss man sich mal wegtun, dass man jetzt so hier die Politik macht. Ja, ihr könnt ja mal die Kommentare reinschreiben. Ich denke mal, die werden hier auch drin stehen. Ich gehe mal da ein paar rein, und da werden wir mal sehen, wie da
argumentiert wird. Am Freitagabend sollen 20 Jugendliche zwei garnische Kinder im Gebelsmühlen angegriffen haben. Der Staatsschutz übernahm die Ermittlungen. Inzwischen stellt sich der Tatablauf anders, also ganz anders dar als zunächst geschildert. Der mutmaßlich rassistische Angriff auf zwei Mädchen aus Ghana in Gebelsmühlen stellt sich inzwischen anders dar als geschildert. Nach der Auswertung von Videoaufnahmen teilte das Polizeipräsidium Rostock. Zum Glück gab es Videoaufnahmen. Das ist, was sehr wichtig ist heute. Wir müssen hier alles filmen, genau wie der Attentat hier auf den Polizisten hier am Freitag, letzter Woche, oder vor zwei Wochen mittlerweile, hier, wenn das keiner gefilmt hätte, dann hätte man nachher gesagt, das wäre ein Deutscher gewesen, hier als Rechtsextremer. So werden dann vielleicht nachher die Tatsachen umgedreht, um der AfD zu schädigen, um immer sagen, das ist die rechte Seite, man muss die verbieten. Und genau das ist jetzt hier, was jetzt hier anläuft, weil die Nachricht ist ja erst von heute Morgen. Und ich komme gleich zum Ende des Videos, da habe ich eine Vermutung und zeige euch da, was da vielleicht eigentlich hintersteckt. Ne? Die Polizei am Montagabend mit, also gestern Abend, nach derzeitigem Ermittlungsstand hat das achtjährige Mädchen keine körperlichen Verletzungen erlitten, die auf die in der Erstmeldung geschilderte Tat hindeutet. Ja, wer hat denn das gemacht? Wer steckt dahinter und setzt hier solche Falschmeldungen hier in die Welt? Die Polizei hatte zunächst mitgeteilt, die Schwestern sollen angegriffen worden sein. Die Jüngeren sollen unter anderem ins Gesicht getreten worden sein. Ja, wer behauptet das denn, wenn das gar nicht stimmt? Mecklenburg-Vorpommerns Innenminister Christian Pegel, SPD, sagte daraufhin am Samstag, man greift keine Menschen an, erst recht keine Kinder und schon gar nicht aus rassistischen Motiven. Also waren das jetzt keine Zugereisten, weil da haben wir ja auch, dann ist jetzt die Antwort darauf, oder man möchte hier eine Antwort darauf geben, auf diesen islamisch motivierten, salafistischen Messerangriff hier auf die Polizisten hier, Rover L., hier aus Mannheim, das soll jetzt die Antwort darauf sein. Das muss man sich mal wegtun, was hier mittlerweile, und ich falle auch noch drauf rein, glaub ja erstmal den Nachrichten, also muss man jetzt hier alles hier mit Videos, glaubt nur noch das, was hier mit Videos aufgenommen worden ist, aber selbst das kann man ja noch fälschen. Es gibt ja schon Handys, hier der neueste Samsung 23 AI, wie die heißen, 1400 Euro, kann man ja schon Köpfe austauschen, Sachen wegradieren und dann hier als wahr darstellen und mit künstlicher Intelligenz noch untermauern. Da müssen wir höllisch aufpassen, dass wir jetzt hier nicht in so eine Welt reinkommen, aber ich glaube, das ist nicht aufzuhalten. Wir können nachher nicht mehr unterscheiden, ob die Sache wahr ist oder falsch ist. Ne? Die Kinder waren am Freitagabend in der Mecklenburgischen Stadt mit seiner 10-jährigen Schwester unterwegs gewesen, die Mittler teilten am Montag nun mit, dass die Achtjährige nach derzeitigem Ermittlungsstand mit ihrem Roller an einem Jugendlichen vorbeifahren wollte. Zitat, dieser versperrte dem Mädchen offenbar mit den ausgestreckten Beinen den Weg und traf sie mit seiner Fußspitze. Zitat Ende. Das war alles. Und dann macht man so einen Film draus, wo Katrin Göring-Eckardt und Frau Schlesig hier diesen rassistischen Angriff muss man sofort hier unterbinden, das muss man hier sofort verfolgen und da wäre nur eine Partei für verantwortlich. Das ist natürlich heftig. Also lasst euch da nicht vor den Karren spannen und geht mit offenen Augen durch die Welt und schaut, was hier berichtet wird. Aber ich bin ja auch dieser Finte aufgefallen. Ne? Deswegen diese gerade Stellung hier. Ne? Zu diesem Zeitpunkt haben sich größere Gruppen Jugendlicher im Bereich aufgehalten. Die Kinder hätten sich darum verängstigt und weinend an ihre Eltern gewandt. Die Eltern wollten die Jugendlichen zur Rede stellen, wie die Polizei weiter mitteilte, darauf sei es zu verbalen körperlichen Auseinandersetzungen gekommen. Zitat, dabei wurden auch fremdenfeindliche Beleidigungen geäußert. Die Polizei hatte zunächst mitgeteilt, das achtjährige Mädchen und der Vater seien leicht verletzt worden. Ein Polizeisprecherin sagte nun, das Mädchen sei körperlich unverletzt. An den Angaben zum Vater ändere sich nichts. Der Vater wurde leicht verletzt und kam kurzzeitig ins Krankenhaus. Staatsschutz übernahm die Ermittlungen, 10-köpfige Ermittlungsgruppe unter Leitung der Hinweis der Bevölkerung. Daraufhin gingen unter anderem Foto- und Videoaufnahmen bei der Polizei ein. Die Ermittlungen dauerten weiter an, hieß es. Ja, also ist nichts wahr. Gehen wir mal Opfer, also alles
Die Opfer sind zwei Mädchen aus dem Sportverein Blau-Weiß Gebelsmühlen. Die Zitat, die Eskalation ist einfach ekelhaft und schockierend. Zitat Ende, sagte der Vorsitzende. Ich kenne die beiden Mädchen, die doch zum Opfer wurden, schon lange. Sie tanzen bei uns und sind seit vielen Jahren hier. Zitat Ende. Sie seien voll integriert und sprechen fließend Deutsch. Für mich müssen die Täter, die zum Teil zum Sportverein, angehören, ausgeschlossen werden. Null Toleranz für Rassismus und Gewalt. Und da stimmt alles ja nicht, ne? Es ist alles guck mal hier, schauen wir. Klima, Walgenhang, okay, ich gehe mal eben weiter, ob ich da noch ein paar, Mädchen war rassistisch, aber eine rassistische Attacke war trotzdem, oder muss man nochmal gerudert werden seitens der Wahrheitspresse. Upsi, nun doch nicht so, wie ursprünglich vermutet, aber wir haben glücklicherweise wieder ganze Hass-, Rechts- und Hetzeprogramm abgespielt. Widerlich, ja, genau so sehe ich das auch. Na, hier das Programm wackelt. Wie gut, dass es den Staatsschutz für die Menschen im Land beschützt. Hoffentlich tut er das auch für alle Menschen, oder für uns Deutsche, ne? Ja, ne? Also hier gehen, könnt ihr auch mal hier in die Kommentare reinschauen, wie ihr das seht. Ich gehe mal hier in den anderen Bericht nochmal eben rein. So, hier bin ich bei der Jungen Freiheit hier, ne? Das ist die Frau Junge Freiheit, ne? Dann hier direkt rausgehauen, 18. Juni, sofort brutaler Angriff auf Mädchen aus Ghana, war Luftnummer. Eine angebliche rassistische Attacke auf ghanische Mädchen sorgt am Wochenende für Empörung. Ministerpräsidentin Schlesig zeigte sich entsetzt, und Frau Katrin Göring-Eckardt genauso. Der Staatsschutz setzte eine Soko ein. Nun kommt es raus, es war ganz anders mit Video, ne? Wurde also gefilmt, ne? So habe ich das auch hier gezeigt, euch als Video, verklinke ich euch da drunter. So fing das alles an. Und, also auch hier der gleiche Inhalt. Könnt ihr nochmal durchlesen, vielleicht haben wir noch was Neues. Ne? Videoaufnahmen widerlegen laut Polizei. Ja, Videoaufnahmen zum Sachen, wie gesagt, zum Glück gab es Videoaufnahmen, damit man hier die Lügenpresse hier dann auch, wo ich auch reingefallen bin, wie ich schon gesagt habe, das gerade stellt. Ne? Nach derzeitigem Ermittlungsstand hat diese 8-jähriges Mädchen keine körperliche Verletzung erlitten. Nur jetzt. Ja, genau. Manuela Schwesig, SPD, hat noch am Freitag den brutalen Verurteil auf X gefordert. Zitat, wir dürfen nicht zulassen, dass Hass und Hetze unsere Gesellschaften vergiften. Ja, wer macht denn auch Hass und Hetze? Macht ja auch hier unsere neuen Flüchtlinge, unsere neuen Einwanderung. Und wenn denn dagegen gestimmt wird, wenn man hier die blaue Moschee oder hier diesen politischen Islam verbieten möchte, dann wird denn dagegen gestimmt. Das muss man natürlich alles auch berücksichtigen. Und hier gerade im Osten ist das natürlich jetzt, möchte man, kommen gleich drauf, was dahinter steckt, ne? Man möchte ja die AfD verbieten lassen. Das steckt dahinter, weil die AfD ja jetzt im Osten so stark und immer stärker wird, weil die merken, dass die Leute verarscht werden, auf Deutsch gesagt, ne? Also auch, ne, das habe ich ja auch vorgelesen. Ihr könnt nochmal lesen, habe ich gerade vorgelesen. Und jetzt zeige ich euch den Grund, warum das alles vielleicht hier in die Wege, damit das so aussieht, als wenn die AfD, als wenn rechts hier und als Rechtsextreme, aber wir dürfen nicht vergessen, wir haben ja auch die Antifa, wir haben auch Linksextreme. So ist es nicht. Und die gehören ja alle dann zu der linken Seite. Ne? Das muss man alles hier ganz klar, die Ränder werden immer stärker und da muss man beide nennen. Klar müssen beide bekämpft werden. Sollte das wirklich passiert sein, dann ist natürlich ganz klar, geht natürlich überhaupt nicht. Kinder hat man hier nicht anzugreifen, egal welche Hautfarbe, egal welche Nationalität. Ne? Okay, dann gehen wir mal hier raus. So, meine lieben Zuschauer, und das steckt da nämlich hinter, ne? Weil der Herr Wanderwitz, ne, CDU-Abgeordneter, zieht ausreichend Unterstützer für den AfD-Verbotsantrag. Da hat man jetzt hier sammelt, ne, 17.06. von gestern, hat also direkt hier auf diese Nachricht vom Sonntag direkt die Leute hier gefragt. Man sitzt ja jetzt hier im Bundestag kurz vor der Sommerpause, nochmal schnell alles hier aufmischen, noch schnell einen Antrag stellen, damit man dann 6 Wochen hier in Urlaub fährt, im Sommerloch oder noch länger, dann wird alles ruhig werden. Und jetzt hat man natürlich noch die Europawahl hinter uns, wir haben die Europameisterschaft und jetzt hat man hier nochmal kurz vor den Sommerferien, macht man denn hier nochmal richtig
Stunk vor den Erfolg der AfD. AfD wird im öffentlichen Rechtlichen nicht eingeladen. Herr Klingbeil nennt die Alice Weidel als eine Nazi-Partei. Sie wäre eine Nazi-Partei und sie auch. Ne? Das geht überhaupt nicht, hat aber schon jede Menge Anzeigen laufen. Ich würde diesen Klingbeil verhaften wegen Volksverhetzung, weil es überhaupt nicht an dem liegt, ja, und genau das muss hier auch gestört werden. Aber das steckt dahinter, hinter solchen Meldungen, die dann schnell rausgehauen werden. Der ehemalige Ostbeauftragte Marco Wanderwitz macht sich seit Jahren für ein AfD-Verbot stark. Nun hat der CDU-Mann laut Taz genügend Abgeordnete zusammen, um seiner Begehr auf die Tagesordnung im Bundestag zu setzen. Lass er das machen, aber das wird genau wie jetzt hier mit Essen, mit dieser Halle, hier Grugerhalle, ist ja auch kläglich gescheitert. Es ist unfassbar. Ne? Nochmal, die AfD ist demokratisch frei gewählt, sitzt seit 2017 im Bundestag, ne? Macht kritische Themen, klar. Und die Altparteien, wo auch Herr Wanderwitz zugehört, ne? CDU, die wollen das natürlich nicht. Die wollen natürlich hier keine Macht und keine Gelder abgeben. Und jetzt kommen solche schmutzigen Kampagnen, die ja auch nichts genutzt haben bei der EU-Wahl, weil die in der EU-Wahl hat die AfD ganz klar dazu gewonnen und Grüne, SPD haben alle verloren. CDU, FDP auch. Und CDU hat nur zu 2019 1,1% dazu gewonnen. Also haben zwar gewonnen, stellen jetzt hier bei Europa hier EVP die größte Fraktion, aber da ist keine Fraktion. Das ist ja alles hier fraktionsfrei. Keine 5% Hürde. Alles zieht da ein, aber die sind ja wohl die stärkste Kraft. Mal schauen, ob Ursula von der Leyen wiedergewählt wird. Und dann ist die Frage, geht die Politik hier so weiter, nochmal 5 Jahre mit dem Green Deal, mit Verbrenner aus, mit was weiß ich jetzt, hohe Zölle gegen China, mit hier Naturregeneration, dann sollen sie zuerst die Windmühlen und Solarplatten hier abbauen, weil die stehen ja direkt im Naturschutzgebiet, die ganzen Windräder. Dann sollen sie damit anfangen. Und das werden sie nämlich nicht machen. Ne? 37 Abgeordnete, so viel insgesamt, 5% aller Abgeordneten im Bundestag werden benötigt, um einen eigenen Antrag der Tagesordnung des Parlaments zu setzen. Der CDU-Bundestagsabgeordnete und ehemalige Ostaufbetragte, auch kläglich gescheitert, ne, in seinem Wahlkreis, plant einen solchen Antrag, um einen AfD-Verbotsantrag im Bundestag zu diskutieren. Nun habe er 37 Unterstützer zusammen, sagte Wanderwitz der Taz. Man warte nun auf den schriftlichen Urteilsgründe der entscheidenden Oberverwaltungsgericht Münster ab, das im Mai die Einstufung der AfD rechtsextrem durch das Bundesverband bestätigt hatte. Zitat, wenn die Urteilsgründe vorliegen, werden wir uns genau anschauen, ja genau, und dann unseren Verbotsantrag aktualisiert und bei Begründeten einbringen. Zitat Ende, so Wanderwitz zur Taz. Nicht einfach gewähren lassen, bis es zu spät ist. Herr Wanderwitz, es ist schon seit 20 Jahren zu spät. 16 Jahre Merkel, alles ausgesessen. Die Bundesbahn fährt nicht. Hier kommen, wie ich eben schon sagte, die Fans von Österreich, die kriegen die letzten 5 Minuten vom Spiel mit, weil die Bundesbahn kaputt gespart worden ist. Hier wandern immer mehr Leute ein. Hier ist die innere Sicherheit total weg. Immer mehr Messermänner laufen hier rum. Schaut euch die Innenstädte hier im Ruhrgebiet an. Da wisst ihr, wer, das habt ihr alles erzählt. CDU, CSU, SPD, FDP, Grüne und den Linken zu verdanken. Das muss man ganz klar so sehen, weil da auch noch nicht bis heute nicht dagegen gehandelt wird. Die Grenzen sind immer noch offen, man schiebt nicht ab, Leute kommen ohne Papiere hier rein, die Leute können auch noch ihre ganzen Verwandten und 3 Frauen und 20 Kinder noch nachholen, ohne Kontrolle, und nach 3 Jahren bekommen die alle den deutschen Pass. Da muss man sich nicht wundern, Herr Wanderwitz, wenn hier die Leute das merken, wir schaffen das eben nicht. Wer ist denn überhaupt wir? Das ist die Unterschicht in Deutschland, die das alles austragen müssen. Bei den Reichen stehen diese Container nicht. Dann stellt man, oder Herr Wanderwitz, nehmen Sie doch mal 3, 4 Flüchtlinge auf. Hier, dass man das erstmal sagt, sollen die Politiker erstmal mit bestem Beispiel vorangehen und hier Flüchtlinge aufnehmen oder hier welche aus Syrien oder Afghanistan, 4, 5 Männer in der Wohnung. Dann können wir mal darauf hoffen, dass hier schnell sich was ändert. Und wer auch für Krieg ist, sage ich auch in meinen Videos, sollen die Leute ein Gewehr, einen Helm,
Schussweste, schickst du alle an die Ostfront und dann oder ja an die ukrainische Grenze, dann können sie ja für unsere Freiheit mitkämpfen. Ja, ne? Bestätigend, beängstigend und bedrückend. Ja, bedrückend, ja, weil alles hier, jetzt muss die CDU schon mit der BSW zusammengehen, habe ich ja auch ein Video zu gemacht. Und genau darum läuft das. Hier haben die Altparteien Angst um ein AfD-Verbot ist der CDU umstritten. Parteichef Friedrich Merz ist skeptisch, ob ein Verbot juristisch durchsetzbar wäre und der AfD-Wähler zurückgeholt würde. Mit Sicherheit nicht. Das wird immer weiter eskalieren. Eskaliert ja jetzt schon weiter, ne? Und Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther, CDU, hat sich hingegen zuletzt nach dem Antifaschist-Demo im Winter für eine Prüfung eines Verbotsverfahrens ausgesprochen. Wer hat denn da demonstriert? Ich meine, da sind die Palästinenser auf der Straße, aber keine Ahnung. Wer hat denn da demonstriert? Keine Ahnung. Die Grünen fordern zudem von der Mittwoch-Tageskonferenz, die Tag um Material für einen AfD-Verbotsantrag zusammenzutragen. Zitat, nee, die AfD ist ein Sicherheitsrisiko für die Menschen und die Demokratie, sagte Grün im Maße. Ich könnte nur noch, ja, ich bin schockiert. Das Sicherheitsrisiko haben wir der CDU zu verdanken, Herr Marcel Emmerich. Wer lässt denn die Leute alle hier rein? Ach, ihr Grünen. Dass sie, die Grünen sind ein Sicherheitsrisiko. Meine Meinung, ne? Könnt ihr mal in die Kommentare reinschreiben. Und mit China und Russland sind die größten Feinde und nachdem ihren besten Freunde. So ein Blödsinn. Sorgt lieber dafür, dass wir mit Russland und China nicht in einen Krieg geraten, hier mit Russland nicht in einen Atomkrieg in Europa, wo die Grünen ja alles wir tun, Anton Hofreiter und Baerbock und wie sie alle heißen. Und hier mit China will man jetzt noch einen Wirtschaftsstreit anzetteln. Ja, das ist hohe Hürden für ein Verbot. Könnt ihr noch mal lesen, oder der Artikel ist, glaube ich, hier zu Ende. Ja, das war jetzt hier Herr Wanderwitz. Also die 20 Jugendlichen haben das Mädchen, die beiden Mädchen nicht ins Gesicht getreten. Alles eine Ente, eine Falschnachricht. Ich bin auch auf den Leim gegangen. Ja, so ist das nun mal hier im Internet oder wenn hier alles hier online schnell veröffentlicht wird. Man will ja hier schnell dabei sein und das ist das Problem. Immer die neuesten Nachrichten. Also vielleicht sollte man auch erstmal 2-3 Tage warten. Aber man hat ja auch die Möglichkeit, das wieder zu revidieren. Aber aus solchen Aktivitäten könnte ja schon noch was viel Schlimmeres passieren. Ja, wenn man das nachher nicht revidiert. Stellt euch mal vor, hier wären jetzt keine Videoaufnahmen gemacht worden. Oder hier wäre nicht gefilmt worden, der Angriff auf den Polizisten. Was hätte man daraus gemacht? Ich wette mit euch, aus Mannheim hätte man das den Rechten, der rechten extremen Seite zugerechnet, weil er ja gar nicht bekannt war. Vielleicht hat er ja noch einen deutschen Pass gehabt und man hätte diesen Islamisten dann vielleicht hier der rechtsextremen Szene zugeordnet, weil er ja auch, vielleicht lebt er überhaupt noch, ich denke mal ja, oder im Koma, ist ja auch schwer verletzt worden. Das ist, wenn man hier sofort filmt, also am besten die Leute hier, man kann ja auch sehr viele Sachen inszenieren, dass, wenn hier Leute demonstrieren und dann kommen plötzlich Leute vom ZDF oder irgendwas und halten ganz andere Schilder hoch, muss man alles völlig aufpassen. Da ist ja auch hier so eine Zeitung, weiß ich, TV, komme ich gar nicht, die machen ja auch hier im Internet Live-Berichte, sind direkt vor Ort mit der Kamera, TV Live oder wie die heißen, Utopia, glaube ich, Utopia TV, meine ich, und habe ich euch auch abonniert und die sind ja immer live da vor Ort bei den Demonstrationen und da haben die auch das gefilmt, dass einer vom ZDF oder so eine ZDF-Gruppe mit Plakaten sich da irgendwie bei der Bauern-Demo dabei stellen wollte gegen Israel oder irgendwie sowas, ne? Also alles unfassbar, wie sich das alles hier zuspitzt, aber die Wahl jetzt hier Europa, da kommen die schlimmsten Gesetze her, mache ich gleich nochmal ein Video zu, was ich gestern hier in Europa, im EU-Parlament, kurz nach den Wahlen hier zugetragen hat. Ne? Okay, dann sage ich, schreibt Kommentare drunter, teilt das Video, aktiviert die Glocke und ich sage bis zum nächsten Video.